Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und das wird jetzt ein Ruckzuck-DIY. Ja, viele, die mich kennen, wissen, dass ich an einigen Dingen, die ich draußen so finde, nicht vorbeigehen kann, so wie dieses hier. Und viele, die mich hier kennen, schmunzeln schon immer, wenn ich mit einem neuen Fundstück nach Hause komme. Genau, dieses habe ich draußen liegen sehen. Ich habe es ein bisschen gesäubert, es war nass und habe es auch ein bisschen trocknen lassen. Und es muss mal irgendjemand einen Boden ausgelegt haben. Ja, ich habe lange hin und her überlegt, für welche Seite ich mich entscheide, ob diese oder diese. Ich habe mich für diese entschieden, weil hier einfach noch das recht glatt ist. Ja, und so kleine Stellen am Holz stören mich persönlich überhaupt nicht, sondern Holz hat seine Geschichte. Ja, und diese hier glaube ich auch. Ich habe Filzkleid darunter getan, so schont es auch die Möbel. Und ich war natürlich in meinem Lieblingsblumenlädchen und habe mir ein paar Sachen mitgebracht. Und wie ich dieses jetzt auf diesem richtig tollen Holzbrett aufdekoriere, aufstelle, ja, da wollte ich euch ganz gern dran teilhaben lassen. Ich war los und habe gedacht, so schön sommerlich soll es schon sein. Gefällt mir ganz gut. Es ist ja doch Sommer und am Abend mag ich es sehr gerne, wenn hier und da ein kleines Teelicht an ist, ein Kerzenlicht. Ja, und ich lege einfach los. Ich habe mir, ich werde dies glaube ich hier aufstellen. Ich werde einfach mal schauen, wie rum ich was platziere. Und ja, das Holz hat natürlich auch hier seine Ecken und Kanten und ist ein bisschen ungerade, aber ich denke, das kriegen wir ganz gut hin. Und ich habe mir einfach ein paar Sachen mitgebracht. Und ja, möchte sie euch jetzt gerne zeigen. Zum einen habe ich mir hier dieses Glas mitgebracht, das kennen viele von euch. Und auch dieses möchte ich einfach noch ein bisschen ausdekorieren und habe mir hier ganz einfach ein paar sommerliche Dinge bereitgelegt, ein bisschen Kieselstreu, der ist noch von der Ostsee. Und wenn man diesen Sand aussiebt, fein siebt, dann hat man dieses, ich glaube, ich werde noch ein bisschen mehr hinzutun. Das erscheint mir ein bisschen wenig. Machen wir es doch einfach mal so. Ich glaube, so gefällt es mir ganz gut. Und ich habe mir hier noch ein paar kleine Muscheln bereitgelegt. Die werde ich jetzt einfach dort reintun. Und warum diese Muscheln? Weil ich finde, die greifen irgendwie noch mal ganz dezent den Farbton der Kerze auf. Hier noch mal zwei kleine Sukkulenten. Die eignen sich wunderbar für solche kleinen Gläser. Das sind echte Sukkulenten und hier und da werde ich sie einfach mal ansprühen. Ich sehe gerade, die Kerze war schon einmal im Gebrauch oder vielmehr nur nicht die Kerze, sondern das Windlicht. Macht nichts, machen wir weg. So, und ich kann das Ganze auch schon wieder aufschrauben. Glaube, das möchte ich hier ganz gut platzieren. Diesen Stern konnte ich auch irgendwie nicht vorbeigehen. Den fand ich richtig cool. So, und hier habe ich mir natürlich auch was gegönnt. Ich liebe diese Häuser. Und mittlerweile habe ich schon einige dessen. Und ich liebe sie ganz einfach. Ich finde sie richtig, richtig gemütlich. Sie geben so viel Gemütlichkeit her. Was ich nämlich sehr häufig mache, klickt einfach mal auf den Text. Auf die Beschreibung dieses Videos und so gelangt ihr zur Infobox und in dieser findet ihr ganz viel oder häufig noch sehr, sehr viel, was ich euch hinterlege. Das sind, was es für Dinge sind, was ich verarbeitet habe, wo ich einige meiner Zutaten her habe. Oftmals hinterlege ich euch eine Zutatenliste, wo ihr gerne dann mal stöbern dürft. Also von daher, es lohnt sich schon, da mal reinzuschauen. Und das macht gerne mal. So, hier eine Mühlenbeckia. Ganz schlicht, ganz einfach. Nichts Weltbewegendes, sondern einfach nur eine Mühlenbeckia auf einem Herz gedrahtet. Und ja, eine Kerze. Auch hier
die Kerze oben drauf. Und ich finde, viel mehr bedarf es nicht. Wer mag, kann sich ja hier und da noch eine kleine Muschel drauflegen oder ein bisschen Muschelkies drüber streuen. Ganz wie ihr mögt, ganz wie euch beliebt. Tobt euch aus. Ich wollte euch, wie gesagt, dieses Holz vorstellen. Geht mit offenen Augen einfach mal durch eure Straßen und ihr werdet sehen, ganz, ganz viel liegt euch wirklich zu Füßen, was man wunderbar nutzen kann, um es sich zu Hause richtig schön kuschelig zu machen. Also wie gesagt, dieses Holz war gratis. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen, viel, viel Freude mit eurer Deko und ich würde mich freuen, wenn wir uns ganz bald ganz einfach wiedersehen. Und bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana. Ach ja, ich verlinke euch natürlich auch mein Lieblingsblumennädchen. Ich konnte diesmal leider keine Bilder machen. Der Laden war ein bisschen sehr überfüllt und insofern ja, gelang es mir jetzt nicht, euch mitzunehmen und ein paar Bilder zu machen. Aber ganz bald, hoffe ich, wird auch dieses wieder möglich sein. Okay, bis dahin. Ciao, ciao. Liebe Grüße.